Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Mafia in der Definitive Edition. Wir fahren zu Pauli. Und natürlich wieder eine Woche her. Das ist immer ein bisschen, die ersten 5 Minuten sind immer so ein bisschen nervig, aber ich glaube, wir gehen unser Geld abholen nach dem Banküberfall. Das Ding ballert, ja. Ja, ich frage mich tatsächlich noch, wie lange die Story geht. Also, ich vermute mal, wir brechen jetzt irgendwie so langsam mit Salieri. Hat sich ja gerade mit dem Banküberfall schon angedeutet. Und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber ich muss sagen, momentan ist für solche Story-getriebenen Spiele echt eine coole Zeit, ne? Ich habe gestern jetzt mit Cyberpunk angefangen. Dann habe ich hier noch Mafia. Was habe ich noch im Angebot? Also klar, Cyberpunk werde ich nicht auf meinem Kanal bringen. Das machen 1000 andere Leute und also will ich das komplett für mich alleine haben. Aber so Story-Spiele, die kommen wieder momentan ziemlich gut. Oder was heißt momentan? Schon eigentlich schon eine ganze Weile. Wie Black Mesa muss ich noch fertig spielen. Und dann gibt es noch ein paar Klassiker, die ich vielleicht mal abrocken muss. Aber ist schon cool. Nicht mehr nur irgendwelche Battle Royale-Scheiße. Wobei, mag ich auch ganz gerne, aber so ein schönes Storyspiel, was ich einfach innerhalb von 15, 20 Stunden oder sowas durchballern kann, ist momentan tatsächlich das, was ich lieber spiele, als ein Open-End-Game. Und, na gut, aber auch ein Storyspiel kannst du unheimlich viel Zeit reinstecken. Ich habe gestern, alleine gestern, beziehungsweise was heißt alleine gestern? Ich habe vorher noch nicht gespielt, aber gestern habe ich mit Cyberpunk angefangen. Habe ich alleine gestern 7,5 Stunden gespielt. Am Stück. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wann ich ein Spiel, also irgendwie mal 7 Stunden zocken oder so, das kriege ich auch sonst mal hin. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein einziges Spiel 7,5 Stunden gespielt habe. Könnte ich, glaube ich, bei Mafia hier auch packen. Aber will ich nicht. Mafia will ich eher so richtig schön im Pörtchen genießen, weil ich halt weiß, dass es halt innerhalb von 10, 15 Stunden halt durch ist. Bei Cyberpunk kann ich halt deutlich mehr Zeit reinstecken. Aber gut, das soll es jetzt genug von Cyberpunk gewesen sein. Vielleicht. Aber wenn ich jetzt hier so durch die Gegend fahre, ich ziehe halt automatisch irgendwelche Vergleiche gerade, weil es ist ja beides quasi eine Open World, aber nicht so eine GTA Open World. Und die haben halt schon beide ihren Charme, ne? Wobei bei Cyberpunk natürlich in Night City deutlich mehr los ist als hier. Und da muss ich sagen, da bin ich echt ein bisschen beeindruckt. Ich habe ja mittlerweile nicht mehr den super tollen PC. Also, ich habe einen i9 9900K drin, der ist super. Der wird auch noch ein bisschen halten, aber meine Grafikkarte ist jetzt halt auch schon langsam ein bisschen in die Jahre gekommen. 1080er. Und ich kann trotzdem auf Ultra spielen mit knapp 60 FPS. Natürlich ohne Raytracing, weil es die Grafikkarte einfach nicht kann. Aber es sieht halt trotzdem mega geil aus. Es läuft flüssig. Und ja. Aber jetzt soll es tatsächlich genug von Cyberpunk gewesen sein. Wir gucken mal mit Pauli, ob der. Wahrscheinlich ist er weg oder sowas. Das wäre richtig assi. Aber ich würde es ihm zutrauen, ehrlich gesagt. Oh, was ein Zufall, die Tür ist offen. Oder ist er tot? Entschuldigung. Gott.
Sam. Ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Ich muss los. Tut mir leid. Gleich mal mit dem Paukenschlag angefangen heute. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Ja, waren es auch wahrscheinlich. Mein Mann sagt immer, er sei halber. Dann machen wir mir hier mal schnell einen Abgang. Ja, ne. War irgendwie zu erwarten, dass Salieri das rauskriegt. Aber gut, was willst du machen? Ne? Jetzt heißt es Arsch retten. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ach, guck mal. Hören wir mal kurz Nachrichten. Neither France nor Great Britain have done much to stand in Hitler's way up to this point. It had been hoped that the policy of appeasement toward his territorial ambitions would create a more prolonged peace in Europe, but it seems increasingly likely that this course of action will result in new conflict. Should Europe once again descend into the chaos of war, what stance should the United States take? Many would still say European problems are European problems. But the deteriorating situation and the worrying possible outcomes for the world now seem difficult for us to ignore. Isolation versus intervention, that is the choice facing America. Which we will decide will be known in time. Thank you for listening. And now back to my colleagues who, no doubt, have some music on the cards. Zeitgenössische Nachrichten. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Ach genau, ich wollte gerade noch mutmaßen, ob vielleicht Sam irgendwie mit unter der Decke steckt von Salieri und wir gleich auch eine Kugel in den Kopf bekommen sollen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber das Gebäude ist echt schick. Muss ich mal sagen, wenn man so davor steht. Hier so, das ist wirklich so ein typischer Kiesplatz, wie man es vor solchen Gebäuden einfach hat. Wobei bei uns... Bei der Galerie, in Anführungszeichen, vor dem Museum, ist alles mit Kopfsteinpflaster. Aber schick sieht es trotzdem aus, finde ich. Roter Marmor überall. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Gesichtslose Schergen, die wahrscheinlich gleich sterben. Sam! Ha, ich hab's gewusst. Was ist hier los? Du und Pauli, ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein.
Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Komm sofort hierher! Ich frage mich gerade, ob ich da überhaupt durchschießen kann. Nix, Molotow, kannst du mal schön bei dir behalten. So, jetzt werde ich hier auch noch als Anreizobjekt genutzt. Wow, ich habe noch 7 Schuss, das ist ja toll. So, hier liegt überall ein bisschen Munition, nicht viel. Da liegt noch. Aber wie ist das jetzt? Muss ich jetzt quasi Sam, was tust du, Sam? Umlegen? Ist das jetzt quasi die Aufgabe? Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Aber das sieht echt schick aus. Verdammt, sind das viele. Hier stand da auch noch einer. Ich finde ich irgendwo ein Heildingens. Mal lange mache ich es nicht mehr, wenn da so viele kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob Tommy das machen würde. Seine Freunde schießen. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Ist hier drüben noch was? Nee. Da, wobei ich sehe gerade auf der Minimap. Da gibt's Molotow-Cocktails und den können wir versuchen zu umgehen. Wow. Ich leg euch alle um. Was war das denn? Kopf noch hingehalten, dass ich auch ja treff. Mach komm schon, ich habe ihn nur getroffen.
hier drüben? Kann ich nicht werfen. Mach es halt so. Wow. Upsi, das war nicht so gut. Ich habe gedacht, ich könnte einfach durchlaufen. Ach, guck mal. Auf die Beine. Hilft immer. Aber das ist eine schöne Umgebung quasi für so eine Schlacht. Warte, wir sehen eine Schlacht. So, jetzt habe ich keine Muni mehr für die schweren Knifte. Sehr gut. Ist das die maximale Muni, die ich mitnehmen kann? 28 Schuss, ich glaube tatsächlich. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Das ist halt echt komisch, ne? Die ganze Zeit machen wir irgendwelche Sachen zu dritt. Insgesamt gefühlt sind es 5 Leute. Und jetzt sind auf einmal, keine Ahnung, wie viel Mafiosi hier am Start. Hey, der ist ja sogar halbwegs clever, der Kollege. Das gesichtslose Typen, die man noch nicht kennt. Na gut, vielleicht sind sie ja wirklich alles Neuanwärter. Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann, ich weiß, du hast es getan! Was? Kann man die umschießen? Ein bisschen. Okay, da in dem Raum sind noch ein paar. Gehen dir die Leute aus? Das ist doch nicht vorbei, ja, ja. Wollen wir mal sehen. Salieri hat uns abgezogen. Nachladen bitte. Achso, ist schon nachgeladen. Hat einfach die Waffe ausgetauscht. Ihr redet was für Familie, Leute. Ich kenne euch nicht mehr. Ach guck mal, der hat einen dicken Revolver. Wobei ich bleibe jetzt mal lieber bei meiner 1911. Au, scheiße! Jetzt, genau so was darf nicht passieren. Genau in dem Moment fange ich an nachzuladen. Ah, wie doof war das denn bitte? Bitte der letzte Kontrollpunkt nicht so weit weg. Wahrscheinlich muss ich komplett nochmal machen. Oh, nein. Nett. Gehen dir die Leute aus? Das vorbei ist bestimmt ich, Kollege. Salieri hat uns abgezogen. Granatenschmeiße sind Schweine. Das ist korrekt. Ich wollte gerade sagen, da ist ja noch einer gewesen mit einer Tommy-Gun.
Alter. Mega knapp wieder. Gibt's hier irgendwo so ein Heilkästchen? Weil sonst habe ich gleich wieder eins auf den Senkel. Komm. Geht doch. Glückstreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs. Aber jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Leute herkommen. Einfach gekaufte. Bei Cyberpunk würde man sie Mietmuskel nennen. Alter. Ich bin so gut wie tot. Seht ihr das und wie viel Leben ich noch hab? Das war gerade wirklich null. Aber jetzt rennt er da runter. Bitte bleibe er stehen. Wow. Die Treffer zählen quasi nicht. So, letztes Mal nachladen. Ey, wie viel hält er denn aus? Die anderen Leute werden alle schon down. Da muss ich tatsächlich sagen, das bricht mir gerade so ein bisschen die Immersion, weil so Bosskämpfer in Anführungszeichen passen jetzt überhaupt nicht rein. Aber gut, wenn das Spiel meint, das müssen wir einen Bosskampf vorsetzen. Er ist jetzt als erstes tot. Okay, er. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don. Er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Du kannst es nicht, richtig? Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter oder Sarah. Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly... Schöne Museum. Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder?
Sie müssen da oben sitzen, vor Salieri, Ralphie, Vinny, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit wegbringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und 4 Jungen. Irische Zwillinge. Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie, die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zur Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen, für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal, wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Dann muss das genug sein. Ach, guck mal, jetzt kommen wir zum Epilog schon. Vor langer Zeit, in einem anderen Leben, erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe 8 Jahre in Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden, damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin und ein wenig weiser, erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen, auch wenn sie uns immer entwischt. Und sie richtet uns auf, wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen.
war übrigens gerade der Hauptcharakter aus dem zweiten Mafia. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld, Arbeit. Sogar die besten Freunde kommen und gehen. Aber Familie, Familie ist für immer. Krass. Also damit habe ich jetzt tatsächlich gerade... Warte mal kurz. Damit habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht gerechnet, dass jetzt schon das Ende kommt. Das kam jetzt für mich ziemlich überraschend, nenne ich es mal. Allerdings, ja, war es ein gutes Ende? Das frage ich mich gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. War ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt irgendwie mehr mitgerechnet. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der finale Kampf gegen Sam, weil... Also der kam auch super unvorhergesehen. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... passiert da jetzt noch was? Bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Wir haben den Banküberfall gemacht. Ich wollte mein Geld abholen. Polly war tot. Sam lockt uns an einen anderen Ort. Und... wir kämpfen gegen ihn. Das war's. Das, was man gerade quasi in dieser Filmszene gesehen hat, irgendwie, keine Ahnung, dass wir vor Gericht auch sagen, dass Salieri im Knast kommt und bla bla bla, das war ja, ist ja noch eine ganze Weile gewesen. Das hat ja selbst der Polizist gerade gesagt, dass das, bis das passiert, ne? Dann dauert das noch eine ganze Weile. Das finde ich jetzt, da hätte noch super viel passieren können, also... Keine Ahnung, Tommy kämpft um sein Leben oder flüchtet und wird gefunden und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Puh. Fand ich jetzt ein bisschen billig im Nachhinein. Wenn ich mich so recht erinnere, also ich habe ja das zweite Mafia als erstes gespielt. Fand ich, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das Ende vom zweiten Mafia war, aber ich glaube, ich fand es deutlich geiler, das Ende. Aber nichtsdestotrotz war ein super cooles Spiel. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu zocken. Und ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung, das quasi heute erst zu spielen. Also technisch ist das Spiel echt gut gemacht, muss man sagen. Klar, ist jetzt nicht super, super auf der Höhe der Zeit, aber es ist sehr gut gemacht. Hat mir viel Spaß gemacht. Ein Storyspiel, das ich nach einer ganzen Weile endlich mal abgeschlossen habe. Ich hatte dann doch das eine oder andere mal angefangen, aber nie abgeschlossen. Das habe ich jetzt mal durchgezogen mit euch zusammen. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich quasi einen neuen Kanal für sowas mache. Quasi so richtige Longplays, wo es einfach dann Spiele gibt, die ich zocken möchte. Oder die ich durchzocken möchte. Dann auch mal dort bringe. Oder dass ich mir quasi die View-Zahlen und damit das Rating von meinem Kanal zerballer. Aber das überlege ich mir noch, muss ich auch erstmal mit meinem Netzwerk reden, wie das ist. Aber nichtsdestotrotz war eine coole Erfahrung. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Weiß nicht, ob ich jetzt diese ganzen Credits hier noch durchlaufen lasse, aber ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall erstmal. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann bei einem normalen Video wieder. Vielleicht mache ich sowas wie das hier auch nochmal, aber mal gucken. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Macht's gut. Tschüssi.